Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2. Die Kampagne oder die zweite Kampagne und wir sind in der Mission Schweizer Qualität. So, wir haben letztes Mal noch den roten Blitz hier auf die Linie gebracht. Der müsste nämlich, wo ist er denn? Irgendwo hier sein. Hier ist er. Genau. So, und der muss nämlich nach Zürich fahren lassen und nach St. Gallen fahren lassen. Okay, also jetzt fährt der zuerst mal. Was hat denn der für eine Linie? Ja, der wird wahrscheinlich jetzt direkt nach Friedrichshafen düsen. Nehme ich jetzt mal schwer an und dann wieder zurück nach Zürich. Dann haben wir noch einen weiteren Quest hier am Laufen und das wäre dann noch hier diese Maschinenteile hier nach Schaffhausen zu liefern. Nach Schaffhausen, machen wir schnell schauen. Ah, hierher. Okay, sehr gut. Okay, das passt. Dann habe ich hier... Wo ist er denn? Das könnte er sein. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Der nimmt 40 mit. Baustelle Nordbahnhof. Oh. Das... Ja, das ist hier. Okay, gut. Dann ist das diese oder dieser Zug. Wunderbar. Und wo ist dann der rote Pfeil? Ja, nicht. Das ist... Aber wisst ihr, was wir noch machen können? Wir können hier den noch schnell wieder ausschalten. Das nervt mich immer wieder. So, aber der rote... hier kommt er. Sehr gut, ja gut. Der hatte jetzt halt die ganze Strecke fahren müssen. Ist aber nicht so schlimm. Dann geht er nachher halt hier nach Zürich. Unterdessen ist er auch schon fertig, nehme ich jetzt mal an. Jawohl. Nach entbehrungsreichen Jahren kommt nun endlich wieder Reiselust. Verdiene Geld mit Passagieren und Gütern und schließe ein Jahr mit Gewinn ab. Okay, also müssen wir ja schauen. Huiuiui. Das wird groß hier. Ein Jahr mit Gewinn abschließen, Verdienst mit Gütertransport, eine Million und Verdienst mit Transport, Personenbeförderung. Aha, okay, jetzt ist es mal spannend überhaupt herauszufinden, was wir denn hier überhaupt so generieren. Okay, da haben wir jetzt also das mit dem roten Pfeil erledigt, wunderbar. Die Straßenbahn, vielleicht ist die hier am entscheidendsten. Wir haben hier, da machen wir auf alle Fälle mal Minus, Unterhalt der Fahrzeuge. Okay, also, das heißt, wir müssten mal uns überlegen, was wir dann so alles liefern können und wohin. Die brauchen zumindest hier mal diese Maschinenteile. Dann könnten wir, Luzern zum Beispiel braucht Brot und St. Gallen braucht Brot. Jetzt schauen wir uns mal schnell an, wo wir Linien haben, die Brot brauchen, beziehungsweise Getreide und Brot. Dazu wechseln wir mal auf Züge und dann schauen wir da mal. Zustand, gut, mittelmäßig, mittelmäßig, aha. Okay, da bräuchten wir ja mal diese Linie. Jetzt ist das Problem, weil ich es nicht angeschrieben habe. Hä? Das ist jetzt eben das Problem. Findet man das Ganze nicht so schnell heraus. Das hier ist ein Personentransport, jawohl. Und per Gütertransport machen wir immerhin schon
Ja, 772.000 Personentransport sieht auch nicht schlecht aus. Wobei ich ja sagen muss, eigentlich sind wir gar nicht so schlecht dran. Wenn wir so das Jahr anschauen. Das Jahr ist zwar bald vorbei, aber ja, schauen wir uns mal an, was jetzt passiert. Das sind die Finanzen, muss ich immer noch ein bisschen kennenlernen. Wir sind 1934 oh. Das ist der jetzige Zustand, hä? Die Einnahmen, oh, da haben wir Gütertransport haben wir schon erreicht. Okay. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ja, das wäre 1934. Und das ist die Zahl, die sich die andauernd ändert. Ha! Schon fertig. Sehr gut. Dann hätten wir das. Dann können wir hier zurückgehen zum Überflieger. Das freundliche Wetter ist für die Flugzeugindustrie ebenso von Vorteil wie für die Traumfabrik Hollywood. Mittendrin Howard Hughes. Der umtriebige Erbe eines Millionenvermögens hat ehrgeizige Ziele. Er will der beste Pilot auf Erden werden und der beste Golfspieler und der beste Filmproduzent. So, es lädt, es lädt, es lädt. Du kennst dich ein bisschen aus mit Buchhaltung. So gut, dass dich ein junger Millionenerbe beauftragt hat, seine Geschäfte für ihn zu leiten. Du hast sämtliche Vollmachten. Um sämtliche seiner Wünsche zu erfüllen. Oh, ein schöner Golfplatz hier, hä? Hilf mit, wo immer du kannst, um sein Imperium zu vergrößern. Mache Mr. Howard Hughes zum reichsten Mann der Welt. Okay. Wer hier? Dein Auftraggeber will nichts weniger als den... So, das überspringen wir jetzt. Also treibe am Flugplatz in Bakersfield bei der Villa und in L.A. Flugzeuge für den Film auf. So, jetzt Fragezeichen. Dann nehmen wir mal die hier an. Die Eigentümerschaft. Eine berühmte. Ja. Wenn es Fragezeichen hat, dann nehmen wir die doch einfach mal alle an. So, wir gehen von der Schweiz zurück nach Amerika. Und schauen uns jetzt da mal alles gründlich an, was wir dann so alles erledigen müssen. Wir kriegen gleich mal zur Aufgabe ein paar Quests in der ersten Runde. Und zwar müssen wir Flugzeuge erwerben, und zwar 10 Stück in Bakersfield. Zuerst müssen wir natürlich mal Bakersfield finden. Hier nehmen wir mal diese Stadt hier. Da brauchen wir 10 Flugzeuge. Also bei der Villa. Aha. Treibe am Flugplatz in Bakersfield bei der Villa und in LA Flugzeuge für den Film auf. Okay. Nein, konfigurieren will ich da eigentlich nichts. Ja gut, ich brauche ja eigentlich neue Flugzeuge hier. Gut. Hopp, das wollte ich nicht. Aber ich müsste ja ein Depot haben. Ja. Ah, eben, ja, das wollte ich ja. Gut, dann Flugzeuge kaufen. Wir brauchen, was habe ich gesagt, 10 Stück.
Ein Stück. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was wir hier nehmen. Oh, die sind auch Preis her. Ah, das ist auch noch Cargo. Dann nehmen wir, glaube ich, die hier. Hä? 10 Stück. Düdüdüd. So, wir haben aber noch keine Linie. Gut, dann brauchen wir Lärm verursachen. Was haben wir hier? Sorge dafür, dass der Lärmpegel in LA den Wert von 64 überschreitet. Okay, den Lärmpegel übrigens kann man dann hier einstellen. Jetzt muss ich aber schnell selber schauen. Das sind die Emissionen hier, hä? Gut. Kann man dann hier einstellen und dann sieht man hier genau, man eben über 64, oder? Müssen wir kommen, genau. Und jetzt sind wir hier etwa so bei 54, sagt er mir da. Okay. Und wir müssen noch Personal ausbilden, Flüge absolvieren. Absolviere 5 Starts und Landungen auf dem Flugplatz in Bakersfield. Okay, das ist kein Problem. Dann machen wir einfach eine Linie, Bakersfield zu Bakersfield, und dann haben wir es. Und eine Straße bauen. Baue eine Straße zur Villa. Okay. Machen wir logischerweise auch. So, hier gehe ich wieder weg. Emissionen. Und dann bauen wir mal eine Straße zuerst. Das ist nämlich momentan, finde ich, das Einfachste. Und wir haben hier ja Autobahn. Oder wir nehmen einfach die Schnellstraße. So, querfeld ein. Direkt ans Haus. So. Relativ einfach war jetzt dieser Auftrag. Gut, also das hätte man schon. Und jetzt haben wir Flugzeuge erwerben. Habe ich erst 3. Spannend. 3 beim Flugplatz, bei der Villa und in LA Flugzeuge für den Film auf. Ja, müssen wir jetzt schauen. Also jetzt mache ich zuerst mal, wo ist Bakersfield schon wieder? Hier mache ich mal eine Linie da. Hä? Machen wir eine Linie von Bakersfield nach Bakersfield. So, das wäre das. Und da machen wir gleich mal diese 1, 2, 3, 4, 5 Flugzeuge auf diese. Ja, wir könnten die noch auf die Trainingslinie, hä? Oder? Das sind Ausbildung. Ausbildung. So. Ausbildungslinie. Oh, ich müsste natürlich mal laufen lassen, sonst passiert logischerweise nichts. So, es passiert auch sonst nichts. Hier ist noch ein Problem. Aha, weil, ja, gut, weil wir eigentlich nur von so einen Rundkurs haben. Ja, aber wir müssen ja auch nur den Trainingsflug hier absolvieren. Okay. So, dann die Emissionen und, aber das mit dem Erwerben habe ich noch nicht ganz verstanden hier. Hier habe ich ja, ich habe zwar auch Flugzeuge. Sich hier auch Flugzeuge erwerben. Vielleicht auch nur die Junker, ich weiß es nicht, und nicht die Merkur. Mach auch hier mal 10, ich kann sie ja dann wieder verkaufen. Oh. Kann ich nur 3. Okay. Wurde mir aber nicht angerechnet, hä? Das wurde mir nicht angerechnet. Hier haben wir auch noch, aber das bringt uns nichts. Erwerbe für Mr. Hughes alle noch erhältlich alten Flugzeugmodelle. Okay. Alle Flugzeugmodelle. Frage ist, da kann ich nicht mehr. Dann werde ich beim LA-Flugplatz wieder alle löschen. Verkaufen. Und ich kaufe sie hier. Kaufe hier alle. Das, was geht. Und dann haben wir noch die anderen. Wie viele? Ui, da kann. Ui, puh. Und hier noch. Hä? Jetzt habe ich aber viel gekauft. Hä?
Da habe ich aber sehr viel gekauft. Alle Flugzeugmodelle. Mehr habe ich da nicht. Gut, warten wir mal. Mehr kann ich da jetzt nicht erwerben. Also, lassen wir zuerst mal diese Trainingsflüge absolvieren. Geben wir da mal Gas. Müssen ja Start und Landungen haben. 5 Starts und Landungen. So, einen hätten wir. Jetzt geht der eine und der andere. Sehr gut. Perfekt. Gut, also da, ich glaube, das war jetzt relativ einfach. Das hätten wir. Schnell warten, bis sie auch wieder gelandet sind. Einer nach dem anderen. Oh, da ist auch wieder der drin. Können wir auch wieder ausblenden. Muss man halt immer bei jedem Mal wieder machen. Vergesse ich auch ab und an. So, der dritte Flug ist absolviert. Ah, man sieht schon, eine Lärmemission geht schon hoch. Aber nur das mit dem Flugzeugerwerben, das ist noch nicht ganz durch. Habe es noch nicht ganz verstanden, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt haben wir 9 erworben. Okay, auf einmal. Wie auch immer das funktioniert hat. Ich kann nochmal schauen. Es gibt aber hier nicht mehr. Ah. Zurzeit nicht genügend Fahrzeuge verfügbar. Müssen wir noch die Lärmemission hochbringen? Jetzt machen wir ja doch am besten. Machen wir am besten die Linie hier. Die ergänzen wir mit LA, dass hier noch ein bisschen mehr Emissionen gibt. Oder ja, wir versuchen es zumindest mal. 5 Flugzeuge sind da im Einsatz. Okay, jetzt mal schauen. Aber das hier habe ich echt nicht verstanden. Wie ich den hier nach oben bringe. Weil ich habe ja von der... Da habe ich alles gekauft. Ich kann kaufen bis zum geht nicht mehr. Ihr seht's. Ihr seht's. Das ist nicht... nicht interessant bei dem. Das heißt aber, ich werde jetzt wieder alle verkaufen. Weil irgendwie ist es nicht das, was ich wirklich brauche. Hä? Ja, warten wir mal schnell ab. Ich habe den Quest hier noch nicht ganz verstanden. So, die Lärmemission müssen wir noch haben. Nachher müssen wir wirklich herausfinden, wie wir das mit dem Flugzeugerwerben machen können. So, jetzt steigt es hier. 62 schon. Dann haben wir die 64. Ansonsten müssten wir noch ein bisschen mehr kaufen. Von denen hier. Ich nehme jetzt einfach mal das Maximum mit. So. Und knall die ebenfalls auf diese Linie. Die können wir jetzt auch umbenamsen. Das ist natürlich nicht mehr die Ausbildung. Das nehmen wir jetzt Bakers Field nach LA. Oh, LA. Und hier vorne sagen wir Flug. Weil sonst wissen wir nicht, was es denn genau für eine Linie darstellen soll. Okay, also ihr seht, wir sind schon bei 63. Aber wir haben immer noch diese 9. Wir haben es noch nicht geschafft. Und man sieht es hier auch relativ schlecht, hä?
Man sieht es hier relativ schlecht. Also einer müssen wir noch zukaufen oder kaufen können. Von den Kleinen hier. Und ich glaube, zuerst müssen wir das mit den Lärmemissionen haben. Dann klappt das. Wie wir das dann jetzt hinkriegen, weiß ich jetzt noch nicht, weil die Flugzeuge müssten ja eigentlich dann auch hierher oder durch LA fliegen. Ja genau, hier. Die fliegen auch schön durch LA. Gehen wir mal drauf. Vielleicht, ja, eigentlich haben wir in gewissen Orten die 65 eigentlich erreicht oder die 64, aber es müssen halt mehr Flugzeuge hier durchgehen, damit, ich glaube, der Durchschnitt ist hier entscheidend hier. Aber jetzt kommen wieder Flugzeuge, weil ihr seht, der Lärmpegel hier, wo die Flugzeuge sind, ist enorm. Und jedes Mal, wenn Flugzeuge durchfliegen, natürlich auch. Aber ich nehme mal schwer an, weil jetzt einer nach dem anderen hier startet, dass der Lärmpegel hier steigen wird. Ich hoffe es zumindest. Es fehlt ja nur noch einer. Es fehlt nur noch einer, ja. Jawohl. Die Flugzeuge sind mittlerweile beisammen. Okay. Nun muss das Filmset entsprechend hergerichtet und dafür gesorgt werden, dass die Maschinen ungehindert starten und landen können. Okay, also dann sende den auch noch auf diese Linie. Gut. Also, nächster Auftrag. Das hätten wir erreicht. Sorge dafür, dass die Junker F-13 Flugzeuge gleichzeitig das markierte Gebiet durchfliegen. Okay. Das würde bedeuten, wir müssten Santa Barbara ansteuern. Da müssten wir Santa Barbara ansteuern, dass sie eigentlich hier durchfliegen und dann... Na gut, also... Ah nein, guckt euch das an. Das würde ja eigentlich funktionieren. Flugzeuge im Gebiet. Aha, gleichzeitig. Okay. Gut. Jetzt müssen wir zuerst mal schauen, welche Flugzeuge ich hier überhaupt habe. Das ist eben, genau, das ist eben die falsche. Die hier könnten wir wieder wegmachen. So. Und von den anderen müsste ich eigentlich 5 Stück auf diese Linie versetzen und 5 Stück diese Linie. Ich mache sie mal schnell. Und hier nach da. Den Rundkurs selbst will ich natürlich nicht machen. Aber eventuell nach Santa Barbara. Und dann wäre die Möglichkeit hier, dass 2 Flugzeuge mal gleichzeitig durchfliegen würden. Okay, machen wir das. Machen wir auf Flug von LA nach Santa Barbara. Also mit Abkürzungen hier. Ist am einfachsten. Dann nehme ich von der Linie hier fünf Flugzeuge weg und verschiebe die auf diese Linie. Und dann in der Hoffnung, dass sich hier dann mal 2 einfinden. Wobei ihr seht selbst, wo sie durchfliegen, sie fliegen eine ganz andere Linie. Ja. Die fliegen ganz eine andere Linie. Die Chance besteht eigentlich eher, wenn ich alle auf die LA Santa Barbara Linie. Ich wechsle doch alle.
glaube, die Chance ist relativ klein. Außer, wenn vielleicht, ja, wenn hier jemand durchfliegt und der kommt gerade zurück, die Chance, fast zwei haben wir jetzt gehabt. Das wird aber schwierig zum Erreichen. Ich lasse es jetzt mal einfach so laufen. Wenn es nicht funktioniert, dann werden wir alle Flugzeuge wechseln auf die LA Santa Barbara Linie. Weil der hier fliegt nicht durch dieses Gebiet. Ansonsten wüsste ich jetzt keinen guten Trick, wie wir das auf die Schnelle erreichen. Das ist noch ein bisschen schwierig. Nein, also die rote Linie muss ich da wegnehmen. Ich muss alle Flugzeuge hier auch auf die LA-Linie bringen. Anders klappt das irgendwie so nicht. Dass sie sich wirklich hier dann kreuzen, hä? Halte ein Flugzeug in der Luft an, um es zu kreisen zu zwingen. Ach so. Ich müsste natürlich auch den Tipp hier lesen. Wie kann ich denn das Flugzeug anhalten? Okay, müssen wir auch nicht, weil jetzt haben wir genau das erreicht, was ich vorhin wollte eigentlich. Sehr gut, passt doch. Also, dann müssen wir das jetzt nicht mehr machen. Haben wir das. Jetzt haben wir wieder ganz viele Fragezeichen erhalten, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt haben wir jetzt die vier Quests eigentlich schon wieder erreicht. Und wir kommen zu den nächsten Quests und die starten wir dann eben gleich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hier der Start in die neue Mission Überflieger. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich, euer Packy. Bis dann. Bye, bye.